Serial Killer ist ein ganz alter Song, so gesehen. Also, zumindest das Intro-Riff. Das war so ziemlich... Ich würde sogar sagen, das erste Riff, was wir mit Lucy je geschrieben haben. Der heißt jetzt anscheinend Serial Killer, aber ich kenne ihn nur als rockig, weil der Song schon rockig war. Dann haben wir zuerst einen Song gehabt, der hieß Rockig. Der war komplett anders wie Serial Killer jetzt. Aber dieses Riff kam da als Chorus vor. Früher war es schon virtuos, was das Zeitgefühl anging. Heute immer noch, aber ist ein bisschen weniger. Weniger virtuos, jetzt manchmal ganz so frei. Ad libitum, wie man so schön sagt. Das Riff hat es über all die Jahre hinweg geschafft, jetzt endlich in einem Song zu sein und veröffentlicht zu werden. In Serial Killer geht es ums Durchdrehen von Unscheinbaren. Damals ging es auch um Rockig, jetzt geht es anscheinend um Serienmörder. Irgendwie. Der Serialientöter schmeißt die Kelloggs in die Mülltonne, weißt du? Auf die Schiene, meine ich. Letzten Endes ist das auch etwas, was uns in einem gewissen Rahmen widerfahren ist, da wir explodiert sind, im Grunde, als Menschen. So, und da geht es auch um jemanden stillen, der explodiert. Aber in einer nicht ganz so positiven Weise für die eigenen Mitmenschen. In Serial Killer geht es wie Lucy Without Diamonds, die ganze Band zusammen, den Frosties, Tiger zusammen drischt. Um einen Serienmörder, der seine Opfer schlachtet oder so. Es geht um einen Metzger, Metzgerlehrling in diesem Sinne, der unscheinbar und ruhig ist, aber nachts dann sein wahres Ich auspackt, auf die Straße geht, Schulmädchen verschleppt, aufschlitzt, aufhängt, mariniert und dabei immer wieder ein neues Kochrezept findet. Puh. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nicht ganz so mein Geschmack. Ich bleib dann doch lieber bei Huhn. Und was wir jetzt mit diesem Song haben, ist, wie gesagt, dieses Durchdrehen, was wir symbolisiert haben durch die Art der Vocals. Diese Person ist im Alltag still. Und das ist auch im Refrain hörbar. Die Stimme ist ruhig, gefasst, tief, transferiert etwas Düsteres, aber dennoch Unscheinbarkeit und Gelassenheit und Ruhe. Und dann die Stimmen im Hinterkopf, die ganz hoch im Falsett dann mitgehen und sagen, Serial Killer. Weil das ist es, was er ist. Und das ist es, was diese Stimmen ihm sagen. Einflüsse bei diesem Song waren ebenfalls so Metalcore-Bands, würde ich mal fast schon sagen, verbunden mit klassischem, nicht klassischem Rock, aber verbunden mit Rock. Also da haben wir so viele Avenged Sevenfold, auch mit ihrem ersten Album Waking the Fallen so ein bisschen. Dann sowas wie Shinedown zum Beispiel. So halt so ein bisschen Akkord-driven, nicht zu kompliziert und natürlich vielleicht auch Green Day so ein bisschen.